Sie sagten, Sie müssten meine Frage nicht beantworten. Dennoch habe ich mich entschlossen, Sie in meine Nachforschungen einzubeziehen. Es gibt Ähnlichkeiten zwischen Ihnen und Delaine. Sie sind genauso unzureichend. Allerdings sind Sie kein Träumer. Sie sind ein Soldat. Wie weit kann ich mit Ihnen gehen? Wie viel sind Sie bereit zu riskieren? Wie viele Menschen würden Sie für einen Sieg opfern? Sind Sie willens, unbeachtet zu sterben? Allein? Verlassen von allen, die Sie kennen? Denn das könnte man von Ihnen in dem Krieg, der uns bevorsteht, erwarten. Gehen Sie zur Hölle. Dies hier ist die Hölle, Captain. Und Sie sind eine arme, verdammte Seele. Was ist mit den Leuten, mit denen Sie zusammenarbeiten? Die Sie Ihre Freunde nennen? Sind Sie bereit, sie zu opfern? Was ist mit Ihrer Familie? Was ist mit Ihrem Gott? Was ist mit der Wahrheit? Was ist mit dem Blut? Was ist mit dem Recht? Was ist mit Unrecht? Was ist mit der Zukunft? Was ist mit dem Glauben? Was ist mit der Sünde, der Hölle, dem Tod? Was ist mit der Ehrlichkeit? Quälen Sie lieber mich! Sie wurden hergeschickt, um mich zu verhören. Lassen Sie ihn gehen! Wenn Sie jemanden quälen wollen, quälen Sie mich! Was höre ich da? Man bewundert sich gegenseitig und opfert sich füreinander auf? Wie wichtig ist er Ihnen? Das geht Sie überhaupt nichts an! Reden Sie nicht mit ihm, Delaine. Verschwinden Sie von hier. Los, worauf warten Sie noch? Nur ein einziger Schritt, nur eine Bewegung und sein Leben erlischt. Oder das Ihre. Würden Sie Ihr Leben für ihn hingeben? Sie haben doch eine Bestimmung. Kann man für diese Bestimmung nicht mal ein Leben opfern? Wenn ich versage, tritt ein anderer an meinen Platz. Danach noch ein anderer. Und noch ein anderer. Aber denken Sie doch an Ihr großes Ziel. Das ist mein Ziel. Ich rette ein Leben. Ob eins oder eine Milliarde. Es darf keinen Unterschied geben. Sie wollen sich also freiwillig opfern, Dylan? Ja. Kein Ruhm. Keine Armeen mit flatternden Fahnen. Keine Städte, in denen man ihren Namen preist. Sie werden allein sterben. Unbemerkt. Und schon vergessen. Der Körper ist nur eine Hülle. Sie können mich nicht verletzen. Sie können mir kein Leid antun. Ich habe keine Angst. Dylan, ist alles in Ordnung? Ja. Wirklich? Ja, ja. Alles ist in Ordnung. Was ist passiert? Das weiß ich nicht genau. Wo ist er? Kommen Sie. Sie können gehen. Sie haben bestanden. Beide. Was haben wir bestanden? Woran erkennt man die Auserwählten? Keine größere Liebe hat der Mensch, als wenn er sein Leben hingibt für seinen Nächsten. Nicht für Millionen, nicht für Ehre, auch nicht für Ruhm. Nur für den anderen. Man opfert sich im Verborgenen, wo es von keinem anderen bemerkt oder gesehen wird. Ich stehe im Dienste der Borlonen schon seit Jahrhunderten und habe nach euch gesucht. Sokrates mit seiner Lampe, auf der Suche nach einem Menschen, der bereit ist, selbstlos sein Leben zu opfern. Nun endlich ist meine Arbeit beendet. Eure dagegen beginnt erst. Wenn die Finsternis kommt, werdet ihr bereit sein für eure Bestimmung. Am richtigen Ort und zum richtigen Zeitpunkt.